Halt mal kurz. Das Känguru, Friedrich Wilhelm, Krapotke, Hertha und ich sitzen bei Hertha am Stammtisch. Also passt auf, ihr Nasen, sagt das Känguru und legt einen Stapel Karten auf den Tisch. Marc-Uwe und ich haben uns ein Spiel ausgedacht. Auf Wein, sagt Krapotke. Darf ich mitspielen? Nein, sagt das Känguru. Jetzt lass ihn doch mitspielen, sagt Friedrich Wilhelm. Na gut, sagt das Känguru. Aber ich erkläre alles nur einmal. Um was geht's? Fragt Hertha. Stress, sagt das Känguru. Alle bekommen zu Spielbeginn Stresskarten auf die Hand und versuchen sie möglichst schnell loszuwerden. Es beginnt mit der Spielvorbereitung. Je nach Anzahl der spielenden S, sagt es, bekommt man zu Beginn unterschiedlich viele Karten K, und zwar K gleich 10 minus S, wobei gilt S größer gleich 3 und S kleiner gleich 5. Also ich habe zwar Mathe in der Schule nicht abgewählt, sagt Friedrich Wilhelm, aber ich hätte es getan, wenn es möglich gewesen wäre. Man kann das Spiel zu dritt, zu viert oder zu fünft spielen, sage ich. Zu dritt bekommt jeder 7 Karten, zu viert jeder 6 und zu fünft jeder 5 Karten. Habe ich doch gesagt, sagt das Känguru. Es mischt die Stresskarten und teilt dann an alle spielenden Karten aus. Den Rest der Karten legt es als Nachziehstapel auf den Tisch. Das ist der Nachziehstapel, sagt es. Der Nazi-Stapel? Fragt Krapotke und blickt lachend in die Runde. Keiner lacht. In der Tat könnte man ihn auch den Nazi-Stapel nennen, sagt das Känguru. Aber dazu später mehr. Es deckt die oberste Karte vom Nachziehstapel auf und legt sie neben diesen. Hier entsteht der Ablagestapel, sagt es. Sollte der Nachziehstapel aufgebraucht sein, mischt man alle Karten des Ablagestapels außer der obersten, die liegen bleibt. Die gemischten Karten werden der neue Nachziehstapel. Krass, sagt Friedrich Wilhelm. Wie jetzt? Fragt Hertha. Meine Güte, stellt euch mal nicht so blöd an, sagt das Känguru. Ihr kennt das, ist wie bei Mau Mau oder jedem anderen bekackten Kartenablegespiel. Wer fängt an? Fragt Krapotke. Sagt das Känguru. Wer zuletzt Schnapspralinen gegessen hat, darf anfangen. Also du fängst an, fragt Friedrich Wilhelm. Genau. Ehrlich gesagt, glaube ich fast, sagt Krapotke, dass du dir diese Regel nur ausgedacht hast. Natürlich habe ich mir diese Regel nur ausgedacht, ruft das Känguru. Ich habe mir die ganzen Spielregeln nur ausgedacht. Jede Regel, jedes Gesetz hat sich irgendwann mal irgendwer ausgedacht. Was ist mit den Gesetzen der Physik, fragt Friedrich Wilhelm. Hat sich die auch mal jemand ausgedacht? Du nervst, sagt das Känguru. Jedenfalls, da die einzig relevante Einteilung der Postmoderne lautet witzig oder nicht witzig, gibt es eben witzige Stresskarten und nicht witzige Stresskarten. Außerdem hat jede Karte ein Symbol, nämlich entweder ein Känguru, einen Pinguin oder einen kleinen Künstler. Das Känguru will damit zu verstehen geben, dass man unabhängig davon, ob man als Känguru oder als Pinguin geboren wurde, witzig oder nicht witzig sein kann, sage ich. Ja, sagt das Känguru. Es soll sogar witzige Kleinkünstler geben, obwohl mir persönlich leider keiner bekannt ist. Tsch, sage ich. Ich kenne auch kein witziges Känguru. Sehr schlagfertig, sagt das Känguru. Wie dem auch sei, man spielt im Uhrzeigersinn und wer an der Reihe ist, darf eine Karte aus der Hand auf den Ablagestapel legen. Irgendeine? Fragt Krapotke. Nein, sagt das Känguru. Die Karte muss natürlich das gleiche Symbol haben oder aus der gleichen Kategorie sein wie die oberste Karte des Ablagestapels. Was heißt nochmal Kategorie? Fragt Krapotke. Na, witzig oder nicht witzig, sagt das Känguru. Nein, sagt Krapotke. Ich meine das Wort Kategorie. Was bedeutet das nochmal? Das Känguru verdreht die Augen. Kategorie ist altgriechisch für Eigenschaft, sage ich, und steht im Rahmen einer zusammenfassenden Klassifizierung für eine Klasse von Sachen, die gemeinsamen Bedingungen entsprechen. Ah ja, sagt Krapotke. Stimmt. Also, sagt das Känguru, wer dran ist, legt eine passende Karte ab und führt dann die auf der Karte stehende Aktion aus. Was passiert, wenn ich keine passende Karte auf der Hand habe, fragt Krapotke. Wenn du keine passende Karte hast, musst du eine bekackte Karte vom Nachziehstapel ziehen. Und nein, du darfst diese Karte dann nicht sofort ablegen. Ich wusste, dass dich das triggert, sagt Krapotke fröhlich. Ey, Beuteltier, chill mal, sagt Friedrich Wilhelm. Du bist schon wieder so active-aggressive. Muss ich legen, wenn ich legen kann? Fragt Hertha. Nein, sagt das Känguru. Es gibt keinen Legezwang. Du bist ja keine Käfighenne. Wenn du nicht legen willst, musst du nicht. Aber immer wenn du nicht legen kannst oder willst, musst du eine Karte vom Nachziehstapel ziehen. Und wie gewinnt man? Fragt Friedrich Wilhelm. Was? Ah ja.
Gewonnen hat natürlich, wer keine Karten mehr hat, also allen Stress losgeworden ist, sagt das Känguru. Die restlichen Regeln stehen auf den Karten. Aber für die Krapotkes unter euch werde ich sie nochmal einzeln vorstellen. Da wären zum einen die Witzigkarten. Erstens die Vollversammlung. Wenn eine Vollversammlung einberufen wurde, bespricht man sich und stimmt dann darüber ab, wer wem eine Karte geben soll. Was passiert, wenn sich keine Mehrheit findet? Fragt Hertha. Wir sind zu fünft, sagt das Känguru. Es kann keinen Putt geben. Und wenn ich mir enthalte? Fragt Hertha. Ich könnte mich auch enthalten, sagt Krapotke. Dann wären wir zu dritt und es könnte wieder keinen Putt geben. Ja, aber was, wenn jeder nur für seinen eigenen Vorschlag stimmen möchte? Fragt Friedrich Wilhelm. Das wäre auch ein Putt. Was glaubt ihr wohl? Fragt das Känguru. Was nach einer Vollversammlung passiert, bei der sich keine Mehrheit gefunden hat? Nüscht, fragt Hertha. Korrekt, sagt das Känguru. Wenn sich keine Mehrheit findet, passiert nichts. Was ist, wenn ich als letzte Karte eine Vollversammlung lege? Fragt Friedrich Wilhelm. Dann kannst du damit rechnen, dass sich eine Mehrheit findet, die dir noch eine Karte geben möchte. Dummerchen. Die Aktionen auf den Karten werden auch, falls die abgelegte Karte die letzte sein sollte, komplett ausgeführt. Das kann dazu führen, dass man eben doch noch nicht gewonnen hat. Das Känguru greift in seinen Beutel und steckt sich ein paar Nüsse und Rosinen in den Mund. Hast du da Studentenfutter, frage ich. Ich will auch was. Na, 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 sagt das Känguru. Wir wollen mal politisch korrekt bleiben. Das heißt Studierendenfutter. Ohne etwas abzugeben, zeigt es die nächste Karte vor. Darauf steht Schnick, Schnack, Schnuck. Man sucht sich einen Gegner, sagt das Känguru. Oder eine Gegnerin, sagt Hertha. Danke. Jedenfalls macht man einen Schnick-Schnack-Schnuck-Duell und die oder der Gewinnende gibt der oder dem Verlierenden eine ihrer oder seiner Karten oder Kärtinnen. Was ist, wenn, beginnt Friedrich Wilhelm. Es wird so lange wiederholt, bis jemand verloren hat, sagt das Känguru. Und was ist mit, beginnt Hertha. Brunnen ist erlaubt, sagt das Känguru. Außer sagt jemand vorher ohne Brunnen. Und wer gewinnt, werfe ich ein, sollte unbedingt sagen, es ist kein Glücksspiel. Wie geht Schnick, Schnack, Schnuck eigentlich, fragt Krapotke. Na, du weißt schon, sagt Friedrich Wilhelm, man ruft zusammen Schnick, Schnack, Schnuck und macht dann mit der Hand eines von den Symbolen Schere, Stein oder Papier. Oder Brunnen, sage ich. Schere schlägt Papier, Papier schlägt Stein und Stein schlägt Schere, sagt Friedrich Wilhelm. Und Papier schlägt Brunnen und Brunnen schlägt Schere und Stein, sage ich. Das ist mir zu hoch, sagt Krapotke. Wie soll ich denn mit der Hand eine Schere machen? Du machst ein V aus Zeige und Mittelfinger für die Schere, eine Faust für den Stein und eine flache Hand fürs Papier, sagt das Känguru seufzend. Für den Brunnen berührst du mit deiner Zeigefingerspitze die Daumenspitze, formst also ein kreisrundes Loch, sagt Friedrich Wilhelm. Krapotke blickt mich verständnislos an. Mach einfach immer Stein, sage ich, und mache eine Faust. Okay, sagt Krapotke erleichtert. Das hast du nur gesagt, weil du immer Papier machst, sagt das Känguru zu mir. Es ist eben kein Glücksspiel, sage ich. Nächste Karte, sagt das Känguru. Gruppenschnickschnackschnuck. Was soll das denn sein, fragt Hertha. Klingt irgendwie pervers, sagt Friedrich Wilhelm. Ein Gruppenschnick läuft folgendermaßen ab, sagt das Känguru. Ich lege die Karte ab und spiele gleichzeitig gegen euch alle Schnickschnackschnuck. Danach bekomme ich von allen Schnick-Schnack-Schnuckenden, gegen die ich verloren habe, je eine Karte und gebe dann je eine Karte an alle Schnick-Schnack-Schnuckenden, gegen die ich gewonnen habe. Wir probieren das einfach mal. Wer will? Ich, rufe ich. Gut, sagt das Känguru. Also, Marc-Uwe hat einen Gruppenschnick gelegt. Los geht's. Schnick-Schnack. Mit Brunnen, rufe ich. Schnuck. Ich habe einen Brunnen. Habe ich gerade mit Brunnen gesagt, frage ich. Das war sehr dumm. Das Känguru hat Papier. Friedrich Wilhelm hat Papier, Hertha hat Papier, Krapotke hat einen Stein. Immerhin, sage ich. Also, sagt das Känguru, Marc-Uwe bekommt eine Karte von mir, Friedrich Wilhelm und Hertha und gibt eine Karte an Krapotke. Es ist kein Glücksspiel, sagt Hertha. Das Känguru zeigt wieder eine Karte vor. Darauf steht, halt mal kurz. Wer diese Karte spielt, sagt es, mischt die eigenen Karten, nimmt die Hälfte, bei ungerader Anzahl abgerundet, reicht die Karten jemand anderem und sagt, halt mal kurz.
Und zwar macht man das Ganze verdeckt, damit man selbst nicht weiß, welche Karten man abgibt. Aber dann hat doch einer voll viele Karten und ein anderer voll wenige, sagt Krapotke. Das kann sich schnell ändern, sagt das Känguru und zeigt eine Karte, auf der steht, ach mein, dein. Wer diese Karte spielt, tauscht einfach seine kompletten Karten mit den Karten einer oder eines anderen und sagt dabei, ach mein, dein, das sind auch bürgerliche Kategorien. Kann man das nicht verhindern, fragt Friedrich Wilhelm. Doch natürlich, sagt das Känguru. Es zeigt die nächste Karte vor. Die Not-to-do-Liste. Das ist eine Reaktionskarte. Was kann die? Fragt Hertha. Du darfst diese Karte, so sie denn passt, gleiche Kategorie und oder Symbol, als direkte Reaktion zwischenwerfen, das heißt auch außerhalb der Reihe, um eine gegen dich gerichtete Aktion ungültig zu machen. Auch zum Beispiel nach einem unglücklichen Gruppenschnick oder wenn eine Vollversammlung schlecht für dich lief. Dazu musst du sagen, das steht auf meiner Not-to-do-Liste. Dann musst du für die abgelegte Not-to-do-Liste eine Karte nachziehen. Das Spiel geht dann bei der Person weiter, die regulär dran gewesen wäre. Muss ich wirklich, das steht auf meiner Not-to-do-Liste, sagen? Fragt Friedrich Wilhelm. Reicht es nicht, wenn ich die Karte ablege und von mir aus den Kopf schüttle? Das Känguru schüttelt den Kopf. Sich zum Clown zu machen, ist der halbe Spaß, sagt Krapotke. Du musst es wissen, sagt Hertha. Darf ich die Not-to-do-Liste auch ganz normal ablegen, wenn ich an der Reihe bin? Fragt Friedrich Wilhelm. Ja, sage ich. Du darfst die Not-to-do-Liste auch normal ausspielen, dann passiert nichts. Was fehlt jetzt noch? Fragt das Känguru und hält zur Antwort eine Karte hoch, auf der steht, der Kommunismus. Wie geht Kommunismus? Fragt es. Diese Frage verlangt aber nach einer recht komplexen Antwort, sage ich. Quatsch, sagt das Känguru. Kommunismus ist ganz einfach. Alle Karten auf den Tisch, mischen, umverteilen. Wie jetzt? Fragt Krapotke. Wer den Kommunismus ausruft, sagt das Känguru, nimmt die Handkarten aller Genossinnen und Genossen an sich, mischt sie und verteilt dann, beginnend bei der Person links von sich, je eine Karte pro Person und zwar so lange, bis die Karten alle wieder gleichmäßig verteilt sind. Ich habe das Gefühl, der Kommunismus kann ganz schön nerven, wenn man selber vorne liegt, sagt Friedrich Wilhelm. Deswegen wird er ja auch so selten eingeführt, sagt Hertha. Und leider wird er dann meist auch schnell wieder verhunzt, sagt das Känguru. Wahrer Kommunismus ist selten, darum gibt es diese Karte auch nur ein einziges Mal im Spiel. Dafür hat die Karte alle Symbole, kann also jederzeit gespielt werden. Übrigens hebt der Kommunismus auch die Polizei auf, sage ich. Doch dazu gleich. Kann ich mich der kommunistischen Umverteilung durch eine Not-to-do-Liste entziehen, fragt Friedrich Wilhelm. Leider ja, sagt das Känguru. Dann werden nur die Karten der anderen umverteilt. Du behältst deine Karten unverändert auf der Hand. Kann ich auch selber den Kommunismus ausrufen und mich dann mit einer Not-to-do-Liste der Umverteilung entziehen, fragt Friedrich Wilhelm. Nein. Das ist aber nicht sonderlich realistisch, sagt Hertha. Man darf die Not-to-do-Liste nur gegen Karten einsetzen, die andere gegen dich gespielt haben. Nie gegen selbstgespielte Karten. Es legt die Witzigkarten beiseite. Kommen wir zu den Nicht-Witzigkarten, sagt es. Da wäre zuallererst mal der Nazi. Wer einen Nazi sieht, muss draufschlagen, ruft Krapotke. Korrekt, sagt das Känguru. Und zwar am besten mit der flachen Hand, sonst tut's den anderen weh. Wer zuletzt auf den Nazi draufschlägt, kriegt Stress mit seinem örtlichen Boxclub. Das heißt, man muss eine Karte vom Nazi-Stapel ziehen. Wer die Karte gelegt hat, muss natürlich nicht draufschlagen. Und Vorsicht, Nazis kommen selten alleine. Da muss man dann jedes Mal draufschlagen. Oft kommen zwei, drei hintereinander. Und machen eine Anti-Islam-Demo oder was, fragt Friedrich Wilhelm. Es gibt ja leider immer noch ein paar tausend gewaltbereite Nazis hier, sagt Hertha. Und es gibt ja auch angeblich ein paar tausend gewaltbereite Islamisten. Also wenn mir einer gefragt hätte, ich hätte gesagt, lasst uns ein großes, unbewohntes Gebiet abstecken, sagen wir mal die Uckermark, und da dürfen die alle hinkommen und aufeinander losgehen. Versteht da so eine Art, wie heißt es, wenn sich die Kloppis treffen und Mittelalter spielen? Du meinst ein LARP, frage ich, ein Live-Rollenspiel. Ja, so eine Art LARP, nur mit echten Waffen. Wenn sich die Islamisten und die Nazis die Köpfe einschlagen, also die einen für ihren J und die anderen für ihr Land sterben dürfen, ich meine, das ist doch eine einwandfreie, geradezu klassische Win-Win-Situation. Und der Rest der Welt hätte auch gewonnen, sagt Friedrich Wilhelm. Stimmt, sage ich, also sogar eine Win-Win-Win-Situation. Ich würde auch ja keine Polizei dazwischen stellen, höchstens außenrum. Apropos, sagt das Känguru und hält eine weitere Nicht-Witzig-Karte hoch, auf der steht die Polizei. Wer die Polizei spielt, kann eine zufällige, verdachtsunabhängige Intensivkontrolle verlangen.
Das heißt, einer oder eine muss offen spielen, also Karten auf den Tisch. Die Polizei entscheidet willkürlich, wer. Wobei inner wie unser türkischer Freund hier, Hertha deutet auf Friedrich Wilhelm, natürlich zufällig, verdachtsunabhängig, verdächtiger ist als zum Beispiel der Herr Kleenkünstler oder der Herr Kleenhirn. Wer? Fragt Rapotke. Übrigens muss man so lange offen spielen, bis wieder irgendwer eine Polizei legt, sage ich. Dann muss jemand anders kontrolliert werden. Was passiert, wenn man aus Versehen statt auf einen Nazi auf die Polizei draufschlägt? Fragt Rapotke. Auf den ersten Blick sind die ja auch nicht immer zu unterscheiden, sagt Friedrich Wilhelm. Wer aus Versehen auf die Polizei draufschlägt, kriegt Stress, sagt das Känguru. Das heißt, man muss eine Karte ziehen, sage ich. Das Känguru nickt. Was passiert, wenn man nicht aus Versehen, sondern mit Absicht draufgeschlagen hat, fragt Hertha. Das Känguru verdreht die Augen. Auch dann muss man eine Karte ziehen, sagt es. Kommen wir zur letzten Nicht-Witzig-Karte. Das Känguru hält eine neue Karte in die Höhe. Der Kapitalismus, sagt es. Das war so klar, sagt Friedrich Wilhelm. Wie ihr ja alle wisst, sagt das Känguru, lautet das Credo des Kapitalismus, wer hat, dem wird gegeben. Soll heißen, wer eh schon am meisten Stresskarten hat, muss noch zwei vom Nachziehstapel ziehen. Gibt es mehrere mit den meisten Karten, müssen sie alle zwei Karten ziehen. Aber, sagt Rapotke, das ist doch schon wieder super unfair. Sehr richtig, sagt das Känguru. Darum heißt die Karte ja auch der Kapitalismus und nicht der Ponyhof. Der Kapitalismus ist halt eine klassische Win-Lose-Situation, sagt Hertha. Darf man eigentlich auf den Kapitalismus draufschlagen, fragt Friedrich Wilhelm. Darf man, sage ich, bringt nur leider nicht viel. Was denn? Fragt Hertha. Eine Karte habe ich noch vergessen, sagt das Känguru und drückt sie Friedrich Wilhelm in die Hand. Razzupaltuff, liest er. Das sagt man doch, wenn man merkt, dass man ganz schön verarscht worden ist. Genau, sagt das Känguru. Wer diese Karte bekommt, muss Razzupaltuff sagen. Ausnahme, wer die Karte schon zu Spielbeginn bekommt, muss das nicht verraten. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, hat diese Karte gar kein Symbol und sie ist weder witzig noch nicht witzig. Denn diese Karte darf nicht abgelegt werden. Man kann sie nur durch Aktionskarten weitergeben. Das heißt, solange ich diese Karte auf der Hand habe, kann ich nicht gewinnen? Fragt Hertha. Fast kommt es mir so vor, als hätte ich diese Karte schon mein ganzes Leben auf der Hand, sagt Friedrich Wilhelm. Das Känguru lächelt. Na gut, jetzt kann es auch schon losgehen, sagt es und teilt aus. Nach einer Minute gewinnt es durch einen Gruppenschnick. Ein Papier gegen drei Brunnen und einen Stein. Es ist kein Glücksspiel, sagt das Känguru.